Willkommen zurück zu Let's Play Risen. In der letzten Folge haben wir Tucker besiegt in einem 1 gegen 1 in einem Arena-Kampf. Und jetzt ist William dran. Bist du William? Du bist William. Hi, ich bin William. Hast du dich auch freiwillig gemeldet? Ja. Klar. Das ist gut. Es ist wichtig, Männer an unserer Seite zu wissen, die aus freiem Herzen für unsere Sache kämpfen. Immer wieder gern. Du sollst mich trainieren. Tja, also dann erkläre ich dir mal, wie das hier läuft. Bei Tucker kannst du deine Stärke trainieren. Ich zeige dir, wie du mit einem Stab kämpfst. Ich bin zwar noch weit davon entfernt, ein Meister zu werden, aber für ein paar grundsätzliche Techniken wird's schon reichen. Wenn Tucker mit dir zufrieden ist, machen wir zwei einen Kampf. Und dann? Tja, dann musst du nur noch gegen Kato antreten. Aber sieh dich vor, der Kerl ist ein ziemliches Arschloch. Ach ja, kein Thema. Ich dachte, Bronco wäre hier das Arschloch. Tja, Kato steht ihm in nichts nach. Lass dich von dem Mistkerl nicht verarschen. Kein Thema. Ich will gegen dich kämpfen. Dann bist du also mit Tucker fertig? Nun gut, ich bin bereit. Da komm her. Los geht's, machen wir einen kleinen Kampf. Dann bin ich mal gespannt, wer von uns beiden gewinnt. Ich? Was ist das für eine Frage? So. Na, komm her. Machen wir es kurz. Dann komm her! Daneben. 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 Jetzt geht's mal richtig drauf. Komm. Zack. 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 Ja! Ich möchte jetzt nicht in seiner Haut stecken. Na, kann ich verstehen. Vielen Dank. Oh, ein Schlafstein. Ich bin kein Schmied. Das stimmt allerdings. Mach, dass du wegkommst, elender Verräter. Darf ich auch bitte dürfen, dem noch eine Lupe zu latschen? Ob wir das mal tun Danke sollen? Für diese Lektion. Ich werde daraus lernen und noch mehr trainieren. Eieiei. Also, ich hätte echt Lust, den nochmal eine zu geben. Obwohl, das ist eigentlich unsinnig. Das ist eigentlich unsinnig. Gut, dann zurück zum Stab. Rapdapda. So, Kato ist wohl ein richtiger Arsch. Stark, gut, dann legen wir mal zurück. Wenn das so ein richtiger Arsch ist, sind wir auch mal ein richtiger Arsch. Komm mal her, Kato. Sieh an, die neue. Na, Süße? Darfst du auch schon mit einem Stab spielen? Lies lieber ein Buch, dann tust du dir nicht weh, Frischling. Schwirr ab. Wir sollen trainieren. Ich werde bestimmt nicht Kindermädchen für dich spielen. Ich habe auch Besseres zu tun, aber ich mache hier nicht die Regeln. Na schön, pass auf. Wenn du mit Tucker und William fertig bist, reden wir weiter. Und jetzt zisch ab. Wir sind aber längst fertig mit den beiden. Also komm her. Mit Tucker und William bin ich fertig. Dann sind wir jetzt dran, was? Pass gut auf, Kleine. Hier kommt deine erste Lektion. Ein Ordenskrieger ist jederzeit auf einen Kampf vorbereitet. Verteidige dich! Na dann mal los! Das soll ein Kampf sein? Na komm her. Das soll ein Kampf sein? Dann zeigen wir mal, wie man richtig kämpft auf der Straße. Alter! Oh, hat er uns gehauen. Zack. Irgendwann gibt das noch mächtig Ärger. Ich bedanke mich. So. Hast du noch irgendwas zu melden? Ich sag, wir drehen mal kurz einen Schluck. Der hat nämlich schon erwischt. Und da steht er wieder auf. Halte dich lieber von den Männern des Inquisitors. Glaubst du etwa, du hast gewonnen? Du hattest Glück, nichts weiter. Der nächste Kampf findet in der Arena statt und dann werde ich dich nicht mehr schonen. Na gut. Lass uns in die Arena gehen. Warum gehen wir nicht ins Bad und du seifst mir den Rücken ein? Tritt gegen mich in der Arena an. Oder bist du zu feige? Keine Sorge, du kriegst deine Abreibung. Los jetzt! Dann komm ran, kleiner Kato. Als wenn er eine Chance gegen uns hätte.
Komm her. Na dann mal los. Ja. Eben. Ja. Na komm her. Ja. Daneben. So ist es richtig. So. Dankeschön. Hier gibt's nichts zu holen. Ach, der ist ja schon ausgeplündert. Hey, du hast Kato in der Arena besiegt. Ausgezeichnet. Mann, ich bin echt froh, dass der mal was aufs Maul gekriegt hat. Kein Problem. Ich hoffe nur, du hast dir damit keinen Ärger eingehandelt. Wieso? Kato sind bestimmt auf Rache. Aber er ist nicht so doof, sich nochmal mit dir anzulegen. Das überlässt er Bronco. Und der kann dir Ärger machen. Und wie sieht dieser Ärger aus? Bronco wird nicht zulassen, dass du dein Training beendest. Er wird dich selbst herausfordern. Dann werde ich ihn schlagen. Das haben schon ganz andere versucht. Aber ganz andere waren nicht so gut wie wir. So, wo ist jetzt hingelaufen? Ach, der Schwer hier. Was ist passiert? Ich hab dir eine Lektion verpasst. Du solltest mal mehr trainieren, du Maulheld. Oh, verflucht, mein Schädel. Gibt es noch mehr Gegner für mich? Oder warst du der Letzte? Oh, was? Nein. Geh zu Bronco. Verdammter. Was wolltest du sagen? Oh, nichts. Gar nichts. Das will ich dir geraten haben. So, Bronco. Hey, was hast du mit Kato gemacht? Ich hab ihm ein wenig Nachhilfe gegeben. Er kann's brauchen. Er braucht wohl eher mal eine Pause. Jetzt zu uns. Du hast in kurzer Zeit einiges erreicht. Aber ein paar Siege gegen unerfahrene Rekruten machen dich noch nicht zum Krieger. Nicht? Nein. Um dein Training zu beenden, werde ich persönlich gegen dich antreten. Also, wenn du noch mal pinkeln willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich gehe vorher noch eine Runde trainieren. Wie du willst. Ja, weil aktuell der ist wirklich böse. Böse ist der. Huch. Hast du dieses Messer schon mal gesehen? Hey, da ist ja Blut an der Waffe. Wurde damit etwa Hemmler umgebracht? Schon möglich. Und? Kennst du das Messer oder nicht? Ja, das habe ich mal geschliffen. Das ist eins von Harlocks Küchenmessern. Bist du sicher? Willst du mich beleidigen? Klar bin ich mir sicher. Ja, sonst erstmal nichts. Entschuldigung. Hat gerade gejuckt. So. Mit ihm wollten wir mal reden. Vitus. Nun, Rekrut. Hemmler ist ermordet worden. Ja, Neuigkeiten sprechen sich schnell rum. Bald weiß die ganze Vulkanfestung davon. Aber natürlich hat niemand etwas gesehen oder gehört. Das erschwert mir die Suche nach dem Mörder. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Mist. Mein Timer ist gerade ausgegangen, beziehungsweise mein Handy ist gerade einfach ausgegangen. Weil das leer ist. Ich hätte jetzt keine Ahnung, wie die Zeit war. Ich hab wirklich gerade keine Ahnung. Naja. Prüfe mich, Meister. Du willst geprüft werden? Dann höre meine Worte. Suche Vertrauen und Weisheit im Kampf. Okay. Was bedeutet deine Prüfung? Das herauszufinden ist Teil der Prüfung. Okay. Wo finde ich die anderen Meister? Das werde ich dir sagen, wenn es soweit ist. Beende zunächst deine Grundausbildung. Erst dann wirst du sie treffen. Na gut. Wegen Hemmler. Wann ist der Mord geschehen? Hemmler wurde getötet, als du angekommen bist. Seitdem hat niemand die Festung verlassen. Wir müssen daher davon ausgehen, dass der Mörder immer noch hier ist. Du benutzt deinen Verstand. Du bist eine gute Wahl. Natürlich. Warum ist Hemmler ermordet worden? Das ist eine gute Frage. Dort solltest du ansetzen. Wenn du das Motiv kennst, wirst du auch den Mörder finden. Wo soll ich anfangen? Am Tatort. Der Novize Kaspar ist verantwortlich für die Schlafkammern. Vielleicht weiß er etwas. Er handelt auch mit vielen der Rekruten. Dann bekommt er sicher einiges mit. Sprich mit ihm. Er soll dir helfen. Geht klar. Ja, komm her, Kaspar.
Hey, neu hier, was? Ich bin Kaspar. Ich sag's dir gleich, ich bin nicht hier, um deinen Dreck wegzumachen. Also halte deine Kammer sauber. Keine Panik, ich hab schon gefegt. Ich habe einen Auftrag vom Inquisitor bekommen. Tatsächlich? Und? Was will der Alte von dir? Ich soll den Mörder von Hemmler finden. Ach du Scheiße. Gut, dass ich nichts damit zu tun habe. Das ist so nicht ganz richtig. Meister Vitus sagte nämlich, du sollst mir bei der Suche helfen. Was? Machst du Witze? Nein. Na toll, warum werde ich immer in solche Sachen reingezogen? Na schön. Schätze, ich helfe dir lieber, bevor ich noch Ärger kriege. Du handelst mit den Rekruten? Ich handle mit jedem, der Gold hat. Nur kein Kraut und keine Waffen. Alles andere kann ich dir besorgen. Schade. Dann erzähl mir mal, was du über Hemmler weißt. Er war auch ein Knastbruder. Ein verschwiegener Bursche, der still und heimlich seine Geschäfte gemacht hat. Still und heimlich ist nicht gerade das, was uns weiterbringt. Dann such nach Hinweisen. Hast du dich schon in seiner Kammer umgesehen? Selbstverständlich. Ich habe Hemmler und seine Schlafkammer durchsucht. Und? Was hast du gefunden? Etwas Nahrung. Gut, das kannst du aufessen. Ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielt. Ein wenig Gold. Hemmler hat mit seinen Geschäften ganz gut verdient. Was denn, die paar Münzen? Das sieht nicht nach guten Geschäften aus. Vergiss die Münzen. Er hatte sein Gold nie bei sich. Angeblich hat er es irgendwo in der Festung versteckt. Ein paar Krautstängel. Das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich war er unser Krauthändler. Aha. Und woher hat Hemmler seine Ware bekommen? Da er nicht selbst angebaut hat, wird er das Zeug von draußen gekriegt haben. Aber warte mal, Hemmler selbst durfte die Vulkanfestung gar nicht verlassen. Also muss er einen Partner gehabt haben, der ihm Nachschub liefern konnte. So, so. Ein Messer. Da klebt Blut an der Klinge. Vermutlich die Tatwaffe. Hast du das Messer schon mal gesehen? Es sieht aus wie eins von Harlocks Küchenmessern. Aber sicher bin ich mir nicht. Du weißt nicht zufällig, wer als Partner in Frage kommt? Also ich bin's nicht. Nun, es muss jemand sein, der die Festung verlassen kann. Ich schätze, da kommen viele in Frage. Keine Ahnung, ich bin nicht der Verwalter. Sprich doch mal mit Meister Pallas, der ist doch für das Tor zuständig. Dann zeig mal, was du hast. Was hast du denn so Schönes? Genau, der hat nämlich die 10 Äpfel und eine Schippe. Gut, die bringt uns jetzt gar nicht mehr so viel. Nap. Doch, kaufen wir einfach mal. So, können wir das Zeug mal hier alles verkaufen, was wir so gefunden haben. Das auch. Gut, das können wir jetzt auch verkaufen. Ein Besen davon, hiervon. Alles, was wir so doppelt haben, können wir verdicken. Die Sachen auch. Und ich glaube, das war's. Eieiei, okay. Handeln wir mal. Mittlerweile haben wir echt ordentlich viel Geld. Können wir das Paket eigentlich öffnen? Ja, können wir. Schön, können wir mal schön schmocken. So, ich würde sagen, wir reden mit Tarnok, oder? Wegen Hemmler. Hemmler war ein Krauthändler. Aha. Hast du mit Kaspar gesprochen? Hab ich. Er scheint mir ein aufgeweckter Bursche zu sein. Es ist nicht nötig, dass du uns beide auf dem Laufenden hältst. Wende dich an ihn und berichte mir, wenn du den Mörder gefunden hast. Warte noch. Ich denke, für deine weiteren Untersuchungen wirst du den Leichnam nicht mehr benötigen. Ich werde mich darum kümmern, dass er zur letzten Ruhe gebettet wird. Gut so. Der fing nämlich langsam auch ein bisschen an zu stinken. Daneben zu schlafen, das war mal ein bisschen nervig. Fass hier bloß nichts an! Ganz ruhig. Du bist neu hier, was? Ja, ich bin noch nicht lange hier. Es steht dir eine Schüssel Eintopf zu. Hier, isst das und dann verschwinde. Oder besser noch, verschwinde erst und isst dann. Kennst du diese Klinge? Hab ich noch nie gesehen. Du hast sie dir gar nicht richtig angesehen. Hör zu, das ist nicht mein Messer. Und jetzt verschwinde. Carlson kennt dieses Messer. Was geht mich das an? Er weiß, dass es eins von deinen ist. Bei allen Seeungeheuern, was willst du von mir? Dein Messer ist die Mordwaffe. Das macht dich verdächtig. Ah ja?
Vielleicht wurde mir das Messer ja gestohlen. Vielleicht will jemand nur den Verdacht auf mich lenken. Schon mal daran gedacht, du Schlaukopf. Der sagt nichts mehr, ne? Nun? Der sagt erstmal nichts mehr. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier noch ein Stück lang. Oh, hier sind nämlich Schweine und ich mag Schweine. Hallo. So. Schlösser knacken verstehe ich nicht. Schade. Hey, noch nicht lange hier, was? Ich bin Fred. Du kannst eigentlich mal für mich hier weitermachen. Den Mist wegschaufeln? Warum sollte ich? Ich verlange ja nicht, dass du es umsonst machst. Was hast du anzubieten? Ich habe was ganz Besonderes. Eine Flasche herben Feuerrausch. Was ist dieser Feuerrausch? Ein Wein. Einer, den ich an deiner Stelle nicht trinken würde. Warum nicht? Der Keller ist voll mit Weinflaschen. Einige sind lieblich, andere fruchtig, aber alle heben sanft das Gemüt. Das hat Wein so an sich. Aber dieser hier ist was Besonderes. Ein paar Schlucke davon reichen aus, um einen Mann größenwahnsinnig zu machen. Er wird sich gut fühlen, aber er wird nicht mehr merken, was er sagt. Also heb ihn dir für eine besondere Gelegenheit auf. Und wenn du mal selber einen guten Tropfen trinken willst, lass es mich wissen. Gut, geht klar. Aber das alles gibt es in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange diese Folge geworden ist, weil mein Timer mit drin ausgegangen ist. Ich hoffe, also er sollte zumindest über 15 Minuten sein. Alles andere ist mir jetzt erstmal egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.